So. Keine Plampe mit Spawns gerade mehr. Dafür ist der erste Raum bald fertig. Engraved, gut. Was brauchen wir noch? Display hier und hier. So, Bedroom, das wird. Sorry, das Kommen kriegt er hier. Er ist ja unser. Ja. Study. Dining Room. Und er hier braucht ein Grab sogar. Also noch ein Dining Room. Den wir ihm zuweisen. Und ein Office, das wir auch ihm zuweisen. Also noch ein Weapon Rack. Also geben wir zwei Weapon Racks noch in Auftrag. Work Orders. Auch wieder aus Stone. Also Rock. Rock Weapon Wax. Auch wieder zwei. So. Was könnten wir da jetzt displayen? Was haben wir denn noch so an Objekten? Du bist ein Splint. Okay, du kriegst deren Splint. So.
Okay. Niemand hat Lust, den Quiver zu holen. Egal. Aber ja, ich frag mich gerade. Okay, unser Trinken wächst wieder stetig und wir haben noch mehr als genug zum Verbrauen. Es kommen auch gerade wirklich viele Plump-Helmets wieder rein. So. Nicht Furniture, das ist Military. Weapon Wax. So. So, das sieht aus wie eine Figur, was wir da noch platzieren können. Yep. Die da. So. Und ich bin gerade im Pause-Modus, um hier auch ein Bedroom hinzuzufügen, was ich unserem Baron zuweisen kann. Genauso braucht der einen Dining Room und ein Office. So. Und den kann ich. Ja. Zeug geben. So, wir brauchen aber auf jeden Fall auch neue Betten. Und ja, wir können dann mal auch unser Dining Room. Also 1, 2, 3, 4, also 10 Betten, 10 Türen und 10 Koffer brauchen wir. Okay. Betten, Türen, Koffer. Ah, wir kriegen auch langsam wieder Bolzen für unsere Leute. Wir haben keine Waterskins. Dann tun wir mal Waterskin auch 10 Stück machen. Das wäre nicht unpraktisch. Oh. Jetzt können nicht schon wieder die Platz ausgegangen sein.
Nee, es müssen noch genug Plump-Habits da sein. Und Sweetpots sind sowieso genug da. Okay, hier sieht alles gut aus. Ach ja. Nicht Burbo, ich will das hier. Ja, mit Burrows habe ich mich irgendwie noch nie auseinandergesetzt. So. Das ist aber auch wieder falsch. Machen wir nochmal Pause. Tomb. Nee. Cancel. Okay. Tube. Multi. Irgendwie ist das nicht ganz so, wie ich es wollte. Auch wichtig fürs nächste Mal, keine Multi solche Tubes machen. Sondern wirklich jedem sein eigenes Grab schaufeln. So, Fisch, Dwarvenschild. So, nächster Schritt. Das hier alles engraven. Smoothen, bitte. So, was sagen unsere Nobles jetzt?
Da muss ich wirklich mal wieder gucken, was man braucht, um eine Study und einen Dining Room decent zu machen. Und ja, ich habe gerade bei Zimmer für 10, 20, 30. Und habe eine Population von 95. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr. Zimmer. Das nächste, was ich dann anfange, ist einen Trupp Spear Dwarfs mit Holzschilden und so auszustatten. Muss ich wirklich gucken, was ich so anderes an Leuten habe. Oh, Boje und einen Carpenter habe ich. Die sollte ich mal zu Woods machen. Vielleicht. Ich habe Schmiede. Jede Menge. Quarfstwurf. Fischers. Zwei Peasants, weil sie erwachsen geworden sind. Ja, muss ich alles mal gucken. Wem ich was für Aufgaben noch so gebe. Aber dann erst in der nächsten Aufnahmesession, weil die hier ist dann demnächst vorbei. Aber was ich noch machen wollte. So, Tische platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und dann noch Chairs dazu. Ganz ehrlich, unser Doc kann da adäquat Planter ist, auch mal beim Planten helfen. Ne. Können gerade keine Plum-Pebbles angebaut werden, aber da sind ja schon genug angebaut gerade. Es ist sogar ein Quarry-Busch. Auch da. Gut, ich würde aber mal sagen, dass es mal wieder an der Zeit ist zu speichern. Deswegen Save and Return to Title. Und dann machen wir hier einen Cut. Bis gleich.